2-Block-Challenge machen wir in diesem Video. Jedes Mal, wenn ihr eine Wall überwindet, kriegt ihr 100 Gems. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und wir gehen direkt los in die Runde. Let's go! Es ist soweit. Xovi möchte hier wieder hier 2-Block-Challenge machen. Jedes Mal, wenn ihr einmal hier den Block überspringt, kriegt er einmal 100 Gems in die Tasche. Wie gesagt, er darf nicht in den Laser kommen oder über diese Linie hier treten, über diese 2 Blocks. Er hat nur diese beiden zur Verfügung mit Volleyball, Side- und Safe-Jumps. Er muss irgendwie darüber kommen. Und das macht er hier auch schon mal wieder sehr gut. Der erste zieht jetzt hier wieder komplett an allen vorbei. Oder nicht? Xovi ist raus. Er hat es richtig gut gemacht, aber hatte kein Volleyball dabei. Mit Volleyball ist das natürlich viel, viel easier, aber das war schon crazy gut. Was war da denn? Challenge vorbei. Let's go, nächster kommt rein. 2-Block-Challenge ist mit Volleyball richtig einfach. Und zwar möchte XT jetzt als nächstes hier probieren, die 2-Block-Challenge zu machen. Wie gesagt, er darf halt wirklich nicht über diese Linie treten. Aber das, manche Ziele oder Hindernisse sind richtig einfach. Andere, da denkst du dir, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Aber wirklich, es könnte schwierig werden und schnell vorbei sein. Oder er macht das richtig easy. Er hat jetzt hier auch keinen Volleyball dabei. Das ist natürlich jetzt Ding. Und er ist raus! Er hat sich gesagt, ich habe keinen Volleyball. Irgendein Bug, irgendwas passiert, funktioniert hier nicht. Ich gehe raus, damit ich safe bin. Und die Gems gehen für ihn natürlich in seine Tasche jetzt. Let's go! Die ersten Gems gehen raus. Es ist soweit. Trapp möchte hier als nächstes probieren. 2-Block-Challenge. Und er macht auf der linken Seite. Das hatten wir auch hier noch heute gar nicht. Ich bin mal gespannt, vielleicht macht es auf der linken Seite mehr Glück. Er hat auf jeden Fall am Anfang schon mal sehr leichte Hindernisse, wo man schon gut Gems mit nach Hause nehmen kann, würde ich sagen. Das macht er aber auch richtig gut. Ich denke mal, er wird hier wirklich wieder viele, viele Gems mit nach Hause nehmen. Er hat Volleyball. Er hat Volleyball. Volleyball ist einer der liebsten Emotes. Ich weiß manchmal noch gar nicht so genau, wie der funktioniert, weil man muss ja zurückspringen, nach vorne springen. Keine Ahnung, diese mathematische Gleichung checke ich noch nicht ganz. Jetzt haben wir Probleme. Kann er durchbangen? Er kann nicht durchbangen. Er muss einen Zeitmarkjump machen. Schafft er ihn? Er schafft ihn. Was war das, über der Linie oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte kurz Augenschmerzen. Ich habe da nichts gesehen. Ich glaube, es war nicht auf der... Ich war kurz auf beiden Augen ein bisschen Sehschwäche wegen Brille und so. Er macht weiter. Er nimmt sich einmal einen Block nach dem anderen mit nach Hause. Das sieht schon mal sehr gut aus hier. Und er macht das richtig locker. Und alle, die noch bis jetzt nicht das YouTube-Video geliked haben, möchte ich bitten, einmal das YouTube-Video zu liken. Werbung Ende. Let's go. Wir gehen rein. Er macht das auf jeden Fall sehr gut hier. Nochmal mit Volleyball. Wäre ich jetzt mit Ken's Emo drüber gegangen, muss ich wirklich sagen, weil die Stacheln, das war mir da alles zu risky. Oh mein Gott, hatte er Glück, dass er hier komplett durchbangen konnte. Sonst wäre das für ihn richtig schlimm geworden. Ich glaube, er wäre raus. Aber er hat wirklich Luck mit seinen Blöcken. Diese Blöcke würde ich natürlich auch easy schaffen, aber Trapp zeigt uns hier, wie das alles funktioniert. Ich würde rausgehen, glaube ich, jetzt hier, weil er nicht durchbangen kann. Jetzt muss er ein Zeichen machen. Und er ist raus! Er hat gesagt, ich höre auf mit einem Kick, aber es war ein Zeichen. Er hat alle Gems mit nach Hause genommen und sagt sich so, ich nehme die mit für mich in meine Tasche, nehme ich die und gehe einfach mal und lasse die erstmal mit seinen Minus-Gems. Aber hat er richtig gut gemacht. Und ich gönne es ihm natürlich auch vom Herzen. Als nächstes möchte hier einmal Perel wirklich hier die ganzen Gems von mir mit nach Hause abziehen und sagt sich so, die 2-Block-Challenge schaffe ich easy, locker, peasy und nimmt sich hier wirklich einen Block nach dem anderen. Noch hat er auch wirklich die Easy Lemons Crazy Sachen hier vor sich. Aber ihr wisst selber, bei 2-Block-Challenge kann man wirklich bis zum Ende durchhalten. Oder es geht richtig schnell, dass man hier wirklich raushaut. Er kennt wirklich jeden Trick hier, oder was? Das gibt's doch nicht. Er macht hier einen Trick nach dem anderen. Schafft er jetzt hier nicht mehr. Macht jetzt den Volleyball. Er hat wirklich, kann durchbacken, hat Volleyball am Start. Und oben drüber backen. Und kann, glaube ich, sogar auch zwei Side- und Jumps. Aber die sind natürlich ein bisschen schwieriger. Bei Side-Jumps muss man halt wirklich aufpassen, dass man nicht zu weit rutscht bei der 2-Block-Challenge. Aber das sieht schon mal sehr gut aus, was Pirelli hier mit nach Hause nimmt, würde ich sagen. Das ist alles nicht mehr möglich. Er macht hier wirklich einen Jump nach den anderen und macht hier wirklich auf richtig entspannter Basis bei der 2-Block-Challenge hier auf jeden Fall mit und sieht schon mal sehr, sehr wild aus hier, was er macht. Und er nimmt sich hier wirklich einen Jump mit. Ey, die Kisten, die Blöcke sind ja auch richtig perfekt für ihn wirklich hier gemacht. Das ist ja, die arbeiten ja richtig gegen mein Portemonnaie. Die wollen sagen sich so, die Blöcke, ey, Ich gebe den einfach einen guten Block nach dem anderen, damit er hier mein Portemonnaie alle macht, oder was? Ich glaube das hier nicht mehr. Er ist aber richtig gut und nimmt sich hier wirklich jeden Block mit nach Hause.
Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier wird es jetzt ein bisschen kritischer werden, weil hier muss man entweder durchbangen können oder macht er auch oder halt Side- und Safe-Jump. Aber das war eines der schwierigen Hindernisse und das hat er auch geschafft. Ich gebe ihm so viele Gems, der Saver ist leider raus. Let's go! Als nächstes möchte Way die 3D irgendwas, dies, das, die 2-Block-Challenge machen und möchte hier wirklich die ganzen Gems für sich mit nach Hause nehmen. 100 hat er schon gemacht, jetzt hat er hier 200. Ihr seht, diese Challenge, die kann wirklich viel, wirklich nice sein. Und die Leute können hier wirklich viel absahen. Wir gucken mal wirklich, wie viele Gems er sich heute hier mitnimmt. Oder ob er alles wieder verliert. Das ist so, das ist, der Win und Lose ist so nah beieinander. Es kann wirklich alles passieren hier an der Stelle. Falls ihr auch nochmal mehr sehen wollt von mir, guckt auch gerne in der Beschreibung von diesem Video. Da sind alle meine Social Media Links verlinkt. Guckt da gerne mal rein. Instagram, WhatsApp-Gruppe, Discord, alles mögliche, was euer Herz begehrt. TikTok findet ihr dort in der Beschreibung. Jetzt hier einmal ohne Volleyball muss er einen Sidejump machen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Darf! Wie viel Augen zu sollten wir da gehabt haben? Komm. Meine Sehstärke, ihr wisst, meine Augen, die sind auch nicht mehr die besten, Leute. Meine Augen, die sind nicht mehr die besten. Das ist natürlich das größte Risiko, wenn man mit einem Side- oder Safe-Jump machen muss. Dass man da sagt, ey, da fliege ich auf jeden Fall zu weit. Muss man da wirklich mit Cancel arbeiten. Hat er jetzt auch gesehen. Jetzt muss er hier natürlich auch gut arbeiten. Um da nochmal mit reinzugehen. Und das sieht gut aus. Und er geht raus. Let's go. Er nimmt sich hier alle Gems mit nach Hause. Oder will er noch weitermachen? Ich check hier gar nichts mehr. Er ist raus. Fertig. Das war unsere krasse 2-Block-Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und hier findet ihr noch weitere Videos, die ihr nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video um 16 Uhr. Bis dann, Leute. Ciao.